Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess, eine der letzten Folgen, die wir hier wahrscheinlich aufnehmen werden. Au. Ich glaube, es mit den nächsten paar Schlägen ist er hin. Aber die Folge wurde mir dann doch zu lang. Also muss ich das leider in zwei unterteilen. Es tut mir sehr leid. Jetzt aber komm, jetzt mach ich die Plattkörlinge. Jetzt bist du eine Geschichte. Eine gute Nachtgeschichte bist du. Pass auf. Fangstoß, Fangstoß, Fangstoß. Ich habe ihn. Denk nicht, dass dies das Ende sei. Diese Geschichte von Licht und Schatten wird mit Blut geschrieben werden. Oh, Akku leer. Midna. Crystal Gap. Was ist? Won't have you repair. Sag schon etwas. Oh gut, die Stimme ist immer noch scheiße. Oder hat dir meine Schönheit etwa die Sprache verschlagen? Ja, okay, ich geb's dazu. Was soll ich Link schon groß drauf sagen? Ah, war das ein schönes Spiel. Herrlich. Wir hatten hier wirklich wunderschöne Zeiten. Oh. Da fällt mir ein, weil die Credits laufen, hole ich mal schnell was, was wir dann später brauchen werden. Ich lasse euch mal schnell mit den Credits alleine. Kommt klar, okay? Ein paar Sekunden, dann bin ich wieder da. Bis gleich.
bin schon wieder da. Gut. Und zwar habe ich jetzt hier eine Figur geholt, die wir dann gleich brauchen werden. Aber ich nehme an, also der Abspann wird wahrscheinlich schon ein paar Minuten dauern, aber ich denke jetzt nicht, dass der die restlichen 25 Minuten der halben Stunde füllen wird. Ja. Ich muss sagen, ich finde das eine gelungene Story. Ein wunderbares Ende. Verdammt, ist mit einer heiß, ey. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ich meine, die ganze Zeit ist es so als kleiner Gnom an unserer Seite und dann am Schluss so, wow. Da würde ich doch klar zum Wolf werden. Okay, ich habe das jetzt nicht wirklich getan. Der kleine Corona da vorne rechts, das ist ein alter Corona. Oh, ist ja süß. Wir haben auch einige Herzcontainer gesammelt, also einige Herzen angesammelt. Das ist auch eine wunderbare Sache, weil darauf kam es mir nämlich an, dass ich so viele Herzen wie nur irgendwie möglich abschraube. Aber jetzt ohne hier 1000 Folgen zu hören, ist von dem her. Wollt euch da nicht zu viel zumuten, wenn ich das mal so sagen darf? Vom Design her muss ich sagen, Zelda Twilight Princess hatte damals schon seinen ganz, ganz eigenen Charme, wie Ocarina of Time oder hier Majora's Mask oder Majora's Mask, wie sie einige nennen. Da ist eine Truhe! Da ist eine Truhe! Habe ich die geöffnet? Habe ich die vergessen zu öffnen? Ach, drei Teufelsnamen, die haben wir auf jeden Fall vergessen zu öffnen. Sonst wäre es jetzt bestimmt offen gewesen, oder? Aber man merkt gut, dieses Zelda ist wirklich auf Erwachsene, also hier auf Erwachsene ausgelegt, sage ich jetzt. Weil die Geschichte da doch schon einiges düsterer ist. Was jetzt zum Beispiel The Wind Waker oder hier Phantom Hourglass oder was gab's noch alles? Wie hieß das, wo er Zugschaffner war, der liebe Link? Sie haben halt alle haben sie ihren eigenen Charme, aber für mich persönlich gibt es einfach so zwei, drei Favoriten. Skyward Sword zum Beispiel habe ich noch nie durchgespielt. Das habe ich irgendwann mal angefangen, dann hieß es, ja, es gibt da einen Bug, wenn du so und so weit bist und das nicht gemacht hast, dann kommst du gar nicht mehr ans Ende. Habe ich es nie mehr angefasst. Aus Angst, ich wäre schon zu weit. Aber das wäre dann vielleicht auch mal so eine Geschichte, die man noch besuchen könnte. Oh. Da werden kleine Schneemänner oder Schneefrauen gemacht. Hat er einen Sack über den Kopf gehabt? Manchmal vergisst man sich einfach selber beim Zugucken. Das passiert auch mir häufiger. Da sitze ich da, möchte irgendwas sagen, aber ich gucke einfach nur.
alles ist wieder beim Alten. Das habt ihr super gemacht. Das habt ihr super gemacht. Ihr habt alles wieder hingebogen, wie es sein soll. Ganon bezwungen. Ich bin stolz auf euch. Aber was ich nicht ganz verstehe ist, woran ist Ganon jetzt eigentlich genau gestorben? Also gut, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Stimme ist immer noch scheiße. Also meine Stimme. Am Ende müssen Licht und Schatten voneinander scheiden. Was? Du willst die Scheidung? Warum? Bitte nimm nicht alles weg. Aber vergesst nicht, dass neben eurer Welt noch eine andere Wahrheit existiert. Licht und Schatten, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Untrennbar miteinander verbunden. Oh, wie tiefgründig. Dass die Göttin Hyrule uns den Schattenspiegel hinterließen, geschah gewiss, damit wir uns begegnen können. Davon bin ich überzeugt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Entschuldigung. Prinzessin Zelda, ihr seid ein guter Mensch. Wenn alle Bewohner Hyrules so sind wie ihr, wird dieses Land sicher eine strahlende Zukunft haben. Aber wir sind ja auch die Lichtwelt. Scheiße, Midna. Hättest dich früher mal verwandeln können. Ich hab ein Küsschen gegeben hier. Ich danke euch von Herzen. Ihr habt es ja selbst gesagt. Solange der Schattenspiegel existiert, ist der Weg offen zwischen unseren Welten. Nemesis. Du willst nur wieder auf mir reiten, gib's zu. Mann. Sieht sich. Okay, gib's zu, du willst nur wieder auf mal reiten, du. Nein! Nein! Was soll denn der Schmarrn? So übel siehst du nicht aus. Komm schon. Sie hat ihn komplett zerstört. Sagen würde. Oh, Mann. Ist dein Ernst, oder? Böses, Midna. Böses. Noch mehr Abspann? Oder ist doch die extra wichtigen Leute? Oh, das gibt's doch nicht hier. Hat sie einfach alles kaputt? Nein. Mann.
Ich versuche die ganze Zeit irgendwas aus dem Kopf zu krümeln. Aber ich finde nichts. Mir fehlen die Worte. Also es ist ein wunderbar schön gestaltetes Spiel. Mit einem Riesenhang für Details. Und es ist, ich verstehe nur nicht, woran Ganondorf jetzt wirklich gestorben ist. Weil sein Gegenüberspieler hier, der Schattendingens, der hatte nur einmal so mit dem Genick gemacht und dann war Ganon tot. Er ist nicht mal durch unsere Klinge gestorben. Wir haben ihn nur bis zur Unkenntlichkeit verwundet. Das ist der Wahnsinn. Ich bin froh, habe ich das Spiel mit euch teilen dürfen. Das war mir eine Freude. Es war mir echt eine Freude, die Tiere zu imitieren oder die verschiedenen Charaktere zu versuchen, so unterschiedlich wie möglich zu imitieren. Ich weiß, trotzdem klingt das alles gleich nach meiner Stimme, aber es hat Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht. Tja, und wie lange haben wir gebraucht? 999 Stunden und 95 Minuten. 59 Minuten. Jetzt kommt noch mehr Abspann. Ja, hoi. Ah, das ist aber der Wahnsinn, du. Das war ganz schön viele Leute dran beschäftigt. Wie gesagt, also, wir haben jetzt hier eine kleine Figur. Also, ich habe jetzt hier eine kleine Figur vor mir. Zum einen die kleine, süße Knuffel-Midna. Auf dem plüschigen, pelzigen Wolf Link. Link Wolf. Link Wolf. Das ist mir aus den Händen gerutscht. Und das ist ein sogenannter Amiibo. Und diesen Amiibo, den kann man tatsächlich, haltet euch fest, Breath of the Wild übertragen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das funktionieren soll. Aber das Ding ist halt, dieser Amiibo hat dann nur so viel Herzen wie der Charakter in Ich mach mal ein bisschen leiser, sonst muss ich hier schon schreien. So. Wie der Charakter in Twilight Princess auch hat. Das heißt, habe ich hier 16 Herzen. Kriegt der Amiibo die 16 Herzen ab. Genau das will ich jetzt, also nicht in dieser Folge, sondern das wäre dann in der Breath of the Wild Folge, also schon in der nächsten Breath of the Wild Folge, wäre das dann der Fall, dass ich das da hier Ende im Gelände, Schicht im Schacht. So. So, und das wäre dann also schon in der nächsten Breath of the Wild Folge. Huch, da rutscht er wieder runter. Nicht Gamepad. U-Controller, da muss ich jetzt Gamepad auswählen. Warte mal, wir gehen mal. Bitte stellen Verbindung zum Pro-Controller her. Habe ich gemacht. Hier, läuft alles. So, jetzt kann ich hier. Kann ich hier auf Amiibo? Warte, ich stelle mal ein Amiibo drauf.
passiert nichts. So, war das mal jetzt noch schnell mit euch. Haben wir hier Kula, Schloss Hyrule. Starten. Also, wir starten es mal. Mal gucken, ob wir es im Spiel machen müssen. So. Wir sind wieder hier, kurz vor Ganon. Stellungen? Nein. Da jetzt mal mein Amiibo. Oh, sieh auf das Wii U Gamepad. Hier steht, bitte registrieren Sie den Besitzer, Spitznamen für diesen Amiibo. Ich registriere. Toll. Ah gut, okay, das war schon. Der Besitzer ist Anoob. Weil ich so ein Noob bin. Amiibo Spitznamen. Kein Spitznamen, der braucht keinen Spitznamen. Ja, speichern. Amiibo! Amiibo, wurde registriert. Fern das Amiibo von. Berühre mit dem Amiibo. Schattenhöhle. Speichern und los. Das sind die Schattenhöhle. Hier, speichern. Oh, ich bin froh, habe ich das gemacht. Aber was habe ich gemacht? Hä? Du, der du deine Stärke erfahren möchtest, stelle dich dieser Höhle in deiner tierischen Gestalt. Ja komm, nicht gleich als das. Aua. So, zack, zack, zack. Na also. Hallo? Da geht's jetzt wahrscheinlich um von Höhle zu Höhle und weiter und weiter und tiefer und so. Kommt her! Nein, da ist noch einer! Ah, ja. Kommt alle her! Knuffis und Schnuckis! Und jetzt? Gibt's hier eine Karte? Nein, nur die Minikarte. Lass das! Aua! Du kleines Kackvieh! Okay, bin ich froh, habe ich das jetzt noch gemacht hier. Easy. Alles hin. Lass das. Okay, jetzt reicht's. Auch noch einer. Ist ja cool. Das hinging, das wusste ich nicht. Lass mich raus. Lass mich raus, ich muss Pipi. Also wie gesagt, ich wusste, dass man jetzt den übernehmen kann in Breath of the Wild, aber das hier, das wusste ich nicht. Wie, da war noch einer? Oh Mann, sind wieder vier. Und jetzt zu euch. Tierchen. Kehre hierher zurück, wenn du dich einer weiteren Prüfung stellen möchtest. Jetzt, das war's? Das war's? Ist da was? Komm, weiter! Hoppe, hoppe, reiter. Wenn ich komme, dann schreite. Yay! Kann ich die Rubine bitte auch übernehmen? Komm schon, ich will hier weiter. Ich möchte gerne hier weiter. Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Nein, bin ich nicht. Ich würde gerne... Ah, warte mal. Aber warte mal.
ein Herz. Und eine Seele. So, ich würde aber gerne noch ein bisschen weiter tiefer rein. Geht das nicht? Okay, keine Ahnung. Das scheint es wohl zu sein. Gut, dann raus. Bin ich aber froh, ob ich das euch auch noch zeigen kann. Gott. Eingesetzte Amiibos? Keinen. Max Combo, benötigte Zeit, erlittener Schaden. Möchtest du die neue Anzahl der Herzen auf deinen Wolf Link Amiibo speichern? Plus 13, ja. Jetzt muss ich den nochmal draufhalten. Ein Tutorial, wie man ein Amiibo benutzt. Die Anzahl der Herzen wurde auf dem Wolf Amiibo gespeichert. Verwende das Amiibo in der Schattenhöhle auf den Ausrüstungsbildschirm, um deine Herzen aufzufüllen. So. Okay. Gut. Ein neuer Abschnitt der Schattenhöhle wurde freigeschaltet. Cool. Reicht jetzt die Zeit nimmer. Reicht jetzt die Zeit echt nimmer. Gut. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Das war jetzt definitiv das Ende von Twilight Princess. Ja, Breath of the Wild. Es geht mit Breath of the Wild weiter. So, wie gesagt, nächste Folge Breath of the Wild. Absichtlich gucken, dass die Folge erst nach dieser Folge rauskommt. Geht dann weiter und das mit Wolflink. So, das war's jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt eine angenehme Nacht, Mittag, morgens, abends, was auch immer. Ich bin sprachlos. Ich bin traurig und glücklich zugleich. Macht es gut. Bis dann. Euer Nemi. Ciao.